Jeff Sabine, vorm Spiel gegen Union Berlin, das Wetter hat sich schlagartig geändert, Schnee auf dem Rasen. Sie haben Ihre Co-Trainer rausgeschickt zum Schneeschippen. Anders geht's heute wohl nicht, oder? Nein, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir einen grünen Rasen bekommen. Ja, wenn sonst niemand da ist, dann müssen wir es selber tun. Und ja, die haben ja Zeit jetzt. Aber das lassen Sie nicht als Ausrede gelten? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja für beide Mannschaften dasselbe. Aber Montagabend, die Schüko Arena wird gut sein. Wir haben einen guten Platz. Ich denke, dass die Rasenheizung läuft. So gesehen wird das kein Problem. Bei Union Berlin ist man hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie sind jetzt mit einem Sieg in Bochum in die Restrückrunde gestartet. Wie ist die Ausgangslage für Sie und was glauben Sie, wie ist die Stimmung bei Union Berlin? Ja, das ist ja nicht so gut wie bei uns im Moment. Sie haben die letzten 7 Spiele nicht gewonnen. Sind klar unter Wert klassiert. Ist eine Mannschaft für die Top 3 mit dem Potenzial. Ja, im Moment läuft es nicht so gut und wir wollen sie nicht aufbauen, sondern wir wollen sie distanzieren. Wir haben sie überholt jetzt in der Tabelle und ja, unser Ziel ist nach dem Spiel jetzt, dass die Tabelle immer noch gleich aussieht. Das heißt, dass wir vor Union klassiert sind. Sie haben eben gesagt, die Mannschaft ist sehr fokussiert seit dem Spiel in Bochum. Die Punkte wären extrem wichtig gewesen, vielleicht sogar die wichtigsten Punkte, seit Sie hier sind. Erklären Sie das nochmal, warum? Vielleicht nicht die wichtigsten, seit ich hier bin, aber doch war es ein extrem wichtiges Spiel, weil alles so nah beieinander ist halt. Und wenn wir verloren hätten, hätte uns Bochum eingeholt, hätte Bochum auch 26 Punkte gehabt, wie wir auch. Jetzt haben wir 29, Bochum 23. Das heißt, wir konnten uns doch distanzieren von den Abstiegsplätzen. Und ja, das war für die ganze Situation im Verein jetzt extrem wichtig, dieser Sieg. Und so gesehen war es nicht der wichtigste, aber einer der wichtigeren Siege, seitdem ich hier bin. Fabian Klos hatte unter der Woche Magenprobleme. Sie sagten eben auch Fieber. Wie sicher ist oder wie wahrscheinlich ist, dass er am Montag spielen kann? Er ist seit 3 Tagen jetzt abwesend, sollte morgen früh wieder trainieren, das heißt 2 Tage vor dem Spiel. Da müssen wir abwarten und ehrlich sein miteinander und schauen, wie es ihm geht, wie fit das er ist. Aber ja, ich will nur Spieler aufstellen, die zu 100% fit sind. Wenn er mir diese Garantie gibt, dann schauen wir, wie es Montag aussieht. Wie sind da die Aussichten bei Stefan Ortega, der muskuläre Probleme hat? Ja, hat auch seit Montag nicht trainiert, sollte auch morgen früh wieder trainieren, hat ein Wadenproblem. Ja, und auch da sind wir guter Dinge und hoffen, dass er Montag spielen kann. Ein Spieler mit einem wunderschönen Tor in Bochum diese Woche auf sich aufmerksam gemacht, Florian Harterz. Wie wichtig ist er für die Mannschaft? Er ist wichtig auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, in der Kabine vor allem. Ist ein ganz guter Typ, sehr beliebt, ein großer Teamplayer auch und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Und ja, jetzt hat er doch schon 2 Tore geschossen in den letzten 4-5 Spielen, zu Hause gegen Pauli 1, jetzt in Bochum, wichtige Tore. Ja, ich finde, dass er für uns ein extrem wichtiger Spieler geworden ist. Und ja, jetzt geht es noch um die Vertragsverlängerung. Sind wir auch auf einem guten Weg. Ich will ihn unbedingt behalten, er will unbedingt bleiben. So gesehen werden wir da eine Lösung finden. Alles klar, vielen Dank. Danke.